Guten Morgen. Heute möchte ich euch gern ein wenig davon erzählen, was mich im Moment selber gerade beschäftigt. Ja, einige mögen sagen, das ist jetzt nicht unbedingt spannend, das ist eigentlich wurscht, was die Silke beschäftigt. Andere wiederum werden vielleicht sagen, es könnte vielleicht doch ganz spannend sein. Bis vor einer Woche, also bis zum 31. März, war ich ja selbst Führungskraft, verantwortlich für drei Projekte, insgesamt so circa 25 MitarbeiterInnen. Und natürlich denke ich auch darüber nach, oder denke ich jetzt auch darüber nach, was hätte ich mir selbst gewünscht von meiner Führungskraft, was wünscht man sich von einer Führungskraft, naja, zum Beispiel eine sehr klare Kommunikation, zu wissen, was möchte die Führungskraft von mir, das ist, denke ich mal, was ganz was Wichtiges, und aber auch nicht nur zu wissen, was möchte sie, sondern gibt sie mir die Mittel und Möglichkeiten in die Hand, dass ich diese Erwartungen überhaupt erfüllen kann? Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist sicher, der Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin möchte das Vertrauen der Führungskraft in sie spüren, möchte spüren, dass der Mitarbeiterin zugetraut wird, ihren Job gut zu machen, dass sie weiß, was sie tut, dass sie Bescheid weiß, dass sie weiß, wo sie Materialien findet, dass sie selbstständig denken darf, auch soll, wäre gescheit, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben Projekte ja einfach stehen. Oder es ist jemand dahinter, der ständig pusht und pusht und pusht und neue Inputs gibt. Das heißt, von einer Führungskraft erwarte ich mir klare Kommunikation, jetzt nicht nur in Zeiten der Krise, so wie jetzt. Jetzt ist es unabdingbar, dass eine Führungskraft klar kommuniziert, präsent ist, sich kümmert, da ist, ein offenes Ohr hat, zuhören kann und zeigt, dass trotz einer Krise da ein Stück Stabilität und Sicherheit ist. Ich denke mal, das ist für jeden Mitarbeiter auch unabhängig von einer Krise wichtig. Führungskräfte sollten einen klaren Rahmen stecken, sollten sagen, okay, in dem Rahmen, das ist dein Gebiet und da machst du und da vertraue ich dir auch voll und ganz, was du tust und da mische ich mich auch nicht ein. Dann gibt es klare Dinge, die wir gemeinsam besprechen müssen. Vor allem, wenn es darum geht, als Führungskraft nachzudenken darüber, wohin sollen sich Mitarbeiterinnen entwickeln, meiner Meinung als Führungskraft nach. Es kann sein, dass ich als Führungskraft was ganz was anderes möchte und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch vor den Kopf gestoßen ist und nicht verstehen kann, warum soll sie das tun. Und dann sollte ich als Führungskraft gute Argumente haben, wertschätzend kommunizieren, hervorkehren, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gut kann und was da noch dazukommen könnte, damit er sie noch besser wird. Es geht nicht um, hey, du bist jetzt echt so daneben und du kannst deinen Job nicht machen und du musst jetzt die Ausbildung machen und das und das und das, weil sonst wird es nicht gehen. Na, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Das heißt, ein klarer Rahmen, gute Strukturen, in denen man Sicherheit spürt, in denen man Vertrauen spürt, in denen man Selbstvertrauen haben kann und nicht kontinuierlich anzweifeln muss und an sich zweifeln muss und zweifeln muss daran, ist es gut, was ich mache oder nicht. Wertschätzende Kommunikation, immer wieder auch mitzugeben, was ist super toll gelaufen, was ist hervorragend gewesen, gemeinsam sich über auch seien es noch so kleinste Erfolge freuen, und zwar ehrlich freuen,
Das würde ich mal von einer Führungskraft erwarten. Was passiert jetzt umgekehrt, wenn dir eine Führungskraft schonungslos mitteilt, ja, von Anfang an habe ich kein Vertrauen in dich gehabt. Ja, das ist dann blöd, ne? Vor allem, wenn du selbst Vertrauen hattest und daran nie gezweifelt hast, dass diese Führungskraft hinter dir steht und dieser Weg gemeinsam geht, das ist dann ziemlich blöd, ne? Da muss man halt ein bisschen drüber nachdenken. Kommt dann aber auch zu dem Punkt, wo man sagt, okay, es ist wichtiger, dass ich mir selber vertraue und dass ich in mir selbst drinnen weiß, was kann ich, was sind meine Stärken, was habe ich auch die letzten Jahre getan, was habe ich alles beigetragen. Da muss jetzt nicht noch quasi als Zuckerhütchen drauf ein wertschätzendes Lob kommen. Lob und Anerkennung ist auch so eine Sache. Was passiert, wenn du von deiner Führungskraft im Grunde genommen sehr, sehr oft, und ich sage jetzt bewusst nicht immer, sondern sehr, sehr oft hörst, ist ja scheiße, was du machst. Wen interessiert das? Das kann ja jeder. Du tragst wirklich nichts bei. Also das, was du tust, ich weiß ja nicht einmal, was du tust. Das tut weh, das verletzt. Das verletzt. Warum verletzt? Da sind wir wieder beim Vertrauen. Vertrauen ist ein Wert. Und jeder von uns hat Werte und jeder von uns lebt auch beruflich seine Werte. Die kann man jetzt nicht, kann man nicht sagen, ich habe Werte als Privatmensch und ich habe die anderen Werte als Berufsmensch. Vertrauen ist so ein Wert. Und wenn ich jetzt sehr, sehr oft höre, dass das, was ich tue, wertlos ist, wertlos für eine Organisation, wertlos für eine Abteilung, wertlos, ja, für wen auch immer, dann kann es passieren, dass ich mich selber immer mehr und mehr und mehr wertlos fühle. Immer mehr und mehr und mehr an mir selber zweifle. Und da stopp. Da einfach stopp. Da kommt jetzt die Badezimmerwand ins Spiel. Die Badezimmerwand. Da schreibe ich mir ganz klar auf, welche Werte habe ich. Was ist für mich wichtig? Wie schaut es aus, wenn ich arbeite? Welche Werte führen mich da? Was sind meine Prioritäten? Ne? Dann schreibe ich mir auf, was kann ich gut? Ja, und das ist auch schwer zu sagen, was kann ich gut, ja? Aber ich zum Beispiel von mir weiß, ja, ich kann gut kommunizieren. Und auch wenn ich sehr, sehr oft höre, dass man mich nicht versteht und dass ich nicht kommunizieren kann und dass ja überhaupt nicht klar ist, wovon ich rede, dann kann ich mir auch sagen, okay, ich probiere es von einer anderen Art und Weise. Wir wissen ja, dass es Detail- und Globaldenker gibt und dass es eben auch unterschiedlichste Arten von Kommunikation gibt und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Botschaft auch beim Gegenüber dekodiert werden kann. Wenn ich jetzt nur Worte verwende, die keiner von euch versteht, dann werdet ihr ja sofort abdrehen und dann sagen die Leute, spinnt ihr. Ne? Aber gut, da geht es um Vertrauen, da geht es um Werte. Ich habe auf meiner Badezimmerwand dann Werte stehen. Dann weiß ich, okay, das sind meine Werte und ich kann mir die jeden Tag anschauen und überprüfen, stehe ich zu diesen Werten und wie sehr stehe ich zu diesen Werten. Warum zweifle ich an mir selbst? Warum ist es so, dass ich glaube, dass alle anderen recht haben mit dem, was sie sagen? Vertrauen in mich selbst? Die Werte, nach denen ich nach außen lebe und mein Leben ausrichte, mich mit anderen Menschen treffe, mit anderen Menschen kommuniziere, ihr Lieben, diese Werte gelten auch für mich selber. Wenn ich mich nicht selbst wertschätzend erlebe, mit mir nicht selbst wertschätzend umgehe, also wenn ich mir immer sage, Silke, du bist echt ein Taudel, Silke, du kannst das nicht, Silke, du schaffst das wirklich nicht. Naja, wen würde es dann wundern, wenn Silke, sprich ich,
auch absolut glaubt, was irgendjemand von außen sagt. Nein, Wertschätzung für mich selber in einer wertschätzenden Kommunikation, Vertrauen in mich selber, klare Strukturen in mich selber. Klare Strukturen, was heißt das? Naja, ich strukturiere mir mein Leben, ich strukturiere mir, auch wenn ihr wollt, meine Karriere. Was möchte ich denn erreichen? Ich mache mir einen Plan, ich habe ein Ziel und ich weiß, diesen ersten Schritt setze ich dann und dann und dieses Datum fixiere ich, damit ich mein Ziel erreiche. Ansonsten bleibt es ein Traum. Wenn der Traum immer im Kopf bleibt, ist auch schön. Irgendwann kann ich den Traum ja auch wirklich realisieren. Klare Regeln auch für mich selber. Ich kann für mich selbst die Regel aufstellen. Ich kommuniziere von heute an mit mir wertschätzend. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Ich weiß, dass ich okay bin. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich bin okay und alle anderen sind auch okay. Das ist eine Wunschvorstellung, ja, das wär's aber. Und das ist dann auch der Moment, wenn du genau bei der Einstellung bist, ich bin okay und alle anderen sind auch okay, steigst aus, wenn du in einem System arbeitest, wo die Einstellung ist, ich bin okay und du bist Arsch. Und alle anderen sind auch Arsch. Und weil alle anderen Arsch sind, muss ich einfach alle anderen kaputt machen, mach alle anderen schlecht und ich bin super. Also ich sage nur, was ich kann, ich tue, ich. Da kommt kein Wir vor. Nein, da geht es um ich. Ich bin super, du bist scheiße. Jo, wie gesagt, jemand so wie ich, der wirklich die Einstellung vertritt und lebt und wirklich ganz, ganz tief in mir, in sich hat. Ich bin okay und alle anderen sind auch okay. Nämlich nicht nur auch, sondern die sind okay. Jeder ist so, wie er ist und es ist super, so wie er ist. Wird in einem solchen System, wie ich es vorher beschrieben habe, entweder untergehen oder irgendwann einmal die Notbremse ziehen und sagen, stopp. Warum werde ich das sagen oder warum wird jemand das sagen? Weil, und da sind wir jetzt wieder beim Anfang, in allererster Linie sind wir Führungskräfte für uns selbst. Weil niemand anderer kennt uns selbst so gut, wie wir uns selbst gut kennen. Niemand anderer kennt so gut unsere Bedürfnisse, wie wir selbst. Niemand anderer kann so intensiv mit uns sprechen, wie wir selbst. Das heißt, all das, was ich mir von einer Führungskraft wünsche, sind ja auch Wünsche an mich selbst. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn ich schon die Führungskraft außen nicht verändern kann, das heißt, ich kann die Situation nicht verändern mit dieser Führungskraft, dann kann ich aber mein Verhalten in der Situation verändern. Ich kann immer bei mir anfangen. Und das heißt, ich bin Führungskraft für mein Leben. Ich bin die Kapitänin meines Lebensschiffs. Ich kann mir mein Lebensschiff gestalten. Und ich darf wirklich mir auch mal selber ein Lob aussprechen und mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super gemacht. Tut's das, probiert es einmal aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.